Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du da bist und Gott sei Dank ist Glurak auch wieder zurück. Obwohl Glurak ja eigentlich nie weg war. Aber mit Nebel der Sagen haben wir tatsächlich einiges an neuen Karten bekommen, das Glurak wieder richtig stark macht und wie auch schon mein guter Freund von schon wieder ein Let's Play festgestellt hat, wird es sehr wahrscheinlich auch bei den Worlds sehr viel gespielt werden. Jetzt habe ich seinen Namen schon erwähnt. Ich verlinke ihn auch mal unten. Ne? Kann ich auch nur empfehlen. Er geht meistens noch ein bisschen tiefer in die Techniken der ganzen Decks und so rein. Kann ich nur empfehlen. So, aber jetzt hier zu dem Glurak-Deck. Was haben wir denn Schönes Neues? Also, oder gucken wir erstmal an, was gleich bleibt. Ne? Wir haben die Glumandas, wir haben das Glutexo, wir haben das Glurak-EX. Nichts Neues Aufregendes. Auch das strahlende Glurak ist nicht aufregend, das Luminion auch nicht. Rot und V nicht aufregend, Mana Vieh zum Schützen. Aber, und natürlich auch noch hier sogar eine Tauboss-Line mit drin. Das ist hier schon sehr viel Varianz, die uns auch den Spielfluss kaputt machen kann. Aber wir werden es daher trotzdem probieren. Eine der wichtigsten Erneuerungen ist auf jeden Fall Beatori EX. Ein Basis-Pokémon mit 210 KP von Dunkel und die Fähigkeit Umdichten ist halt das, was so stark ist. Einmal während deines Zuges, wenn mindestens eins deiner Pokémon, während des letzten Zuges deines Gegners kampfunfähig wurde, dann kannst du drei Karten ziehen. Das kannst du zwar nur einmal pro Zug einsetzen, aber trotzdem, einfach wenn ein Pokémon besiegt wird, und das wird ja in den meisten Fällen passiert das, kannst du einfach mal kostenlos drei Karten ziehen. Das ist schon sehr, sehr stark. Theoretisch könnte man bestimmt auch mit Glurak EX hier den grausamen Pfeil aufladen über die Glurak EX-Fähigkeit, zwei Feuerenergien, machst du eine dritte Feuerenergie ran und dann kannst du auch den Angriff einsetzen und zum Beispiel einen Pokémon auf der Bank nochmal 100 Schaden geben. Kann vielleicht ein netter Finisher sein, ist aber, glaube ich, meistens nicht der Fall. Jetzt kommen wir zu einer weiteren wichtigen Sache und zwar, das ist die Reihe, die einfach sehr stark ist und zwar Zwirrlicht. Ich denke auch übrigens, wir werden das ein oder andere Deck auch mit diesem Pokémon noch in Kombination testen, um mal so zu schauen, was noch so Schönes geht, denn ich glaube, da geht sehr viel. Wir haben hier also einmal das Zwirrlicht, das ein Basis-Pokémon ist. Da ist nichts Großartiges Aufregendes, aber ab Phase 1 wird es interessant. Und zwar haben wir hier die Fähigkeit Verfluchte Explosion. Einmal während deines Zuges kannst du 5 Schadensmarken auf ein Pokémon deines Gegners legen. Wenn du diese Fähigkeit einsetzt, ist dieses Pokémon kampfunfähig. Und jetzt könnte man sich fragen, naja, 50 Schaden insgesamt, für dass er noch eine Preiskarte kriegt, das ist aber doof. Wir haben bei Glurak EX oft das Problem, dass er am Anfang zu wenig Schaden macht durch brennende Finsternis. Denn für jede genommene Preiskarte macht er 30 Schaden mehr. Das heißt, du hast aktiv die Kontrolle über Schaden. Nicht nur, dass du dem gegnerischen aktiven Pokémon Schaden machen kannst und dadurch, also nicht nur alleine das, sondern halt eben auch dadurch, dass eine Preiskarte genommen wird, machst du deinen Glurak stärker. Also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Und in der Phase 2 ist es tatsächlich sogar nochmal ein Stück stärker. Dann sind es nicht nur 5 Schadensmarken, da sind es sogar 13 Schadensmarken. Aber auch dann wird das Pokémon kampfunfähig. Deswegen ist diese Line hier auch im Endeffekt nur insgesamt einmal drin. Kann aber unglaublich stark sein und kann auch den Turn in dem Spiel machen. Ich weiß nicht, warum ich hier so viel Gold reingepackt habe. Einfach, weil ich es wahrscheinlich persönlich gerade irgendwie schick fand in dem Deck. Sonst ist hier nicht vieles Aufregendes mit dabei. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken uns das mal an. Schön finde ich sowieso die Tatsache, dass ich hier nach meinem Urlaub hier den ersten Tag wieder spiele mit Nebel der Sagen und mir so direkt auffällt, Mensch, da ist aber eine Menge Glurak, was wieder da ist. Fühlt sich an wie ein alter Obsidian-Flamm-Patch, wo plötzlich Glurak EX rauskam und alle Glurak EX gespielt haben und jetzt spielen die Leute es noch ein Ticken härter. Ich würde jetzt einfach mal das Taubsi da reinpacken. Wir haben sowieso auch zwei dicke Freunde Knusp und können theoretisch mit einem Familienruf auch nochmal zwei Basis-Pokémon rausholen. Wir haben ein anderes neues Deck, was gespielt wird. Mein Problem tatsächlich daran ist, dass ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, wie das funktioniert, das gegnerische Kyurem-Deck. Habe ich mir noch nicht genau angeguckt. Ich weiß aber, dass es tatsächlich stark ist. Plasma verderben, wenn ein Gegner mit seiner Karte in seinem Ablage... Nee,
Wenn dein Gegner mindestens eine Karte in seinem Ablagestapel hat, bei der Akromas zum Namen gehört, kann dieses Pokémon die Attacke einfach kostenlos einsetzen. Gut, das ist bei uns nicht der Fall. Auch das Enigmara ist für uns sehr, sehr stark. Das Kyurem wird also nicht einsetzen. Ist aber natürlich gegen, das ist natürlich gegen Lost Box, gegen Lost Zone Box oder verlorene Zone. Sehr, sehr stark, weil du da eben, ja, Akromas Experiment spielst. Und es gibt tatsächlich auch in Nebel der Sagen eine neue, andere Akromas-Karte, die man nicht unterschätzen darf. So, wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Wir können zwar hier was machen, aber das Taubsi müssen wir zurückziehen. Das dürfen wir nicht vorne liegen haben. Soll ja eins der Duraks haben. Wir haben unser Problem gerade hier, dass wir wirklich nicht viel weiter machen können. Wir bräuchten einen Pepper oder einen Sonderbonbon oder sowas, ne? Na, mal schauen. So, was spielt er denn auch? Er hat auch das Beatori übrigens. Dann hat er hier auch eins der neuen aus Nebel der Sagen. Bonino EX 250, Leben vom Typ Dunkel. Ja, wenn das Pokémon hier vergiftet ist, dann macht er 260 Schaden statt 130 für zwei Dunkel, eine farblose, und er kann sich auch theoretisch selber vergiften, wenn er möchte, mit dem ersten Angriff. Und dann ist sein Angriff auch aufgeladen, das ist ziemlich stark. Infamamo EX, damit kann er ein Dunkel-Pokémon außer Infamamo EX gegen ein aktives Pokémon tauschen. Also kann er zum Beispiel einfach damit sagen, er holt das Kyurem raus und tauscht das dann gegen Bonino. Jetzt hat er aber hier noch eine Forschung, zwei Dunkelflasser und eine Janinas Geheim. Kunst abgelegt, finde ich auch interessant. Janinas Geheimkunst, auch eine der neuen Karten aus Nebel der Sagen, auch sehr stark. Also Dunkeldecks sind schon stärker. Das Ding ist auch, nicht alle Dunkel-Pokémon, Terrakristallisierte, haben automatisch Schwäche gegenüber Pflanzendecks, sodass man automatisch sagen könnte, na, man spielt jetzt für Pflanze. Aber was ihr seht, ist hier Kampf, Kampf, Kampf. Das sind schon so ein paar Dinger, da könnte man überlegen. So, wir haben einen Pokestop, mit dem müssen wir eigentlich auch gehen, weil wir halt natürlich das Sonderbonbon brauchen. Da können wir eigentlich nichts anderes gegen machen. Oder wir mischen erstmal mit einem Enigmara. Das ist okay. Irgendwie kommen wir nicht so richtig in Fahrt hier, also jedenfalls nicht beide. Aber jetzt haben wir tatsächlich was, was wir machen können. Haben wir tatsächlich was. Gehen wir mal so. Und dann holen wir erstmal. Gehen wir erstmal über Taubos. Ja. Wir gehen erstmal über Taubos. Wir brauchen erstmal unsere Engine, dass wir was tun können. Wisst ihr was? Wir können auch einen Pokestop machen, weil wenn wir einen Sonderbonbon ziehen, können wir direkt das Glurak holen. Aber das war natürlich richtig übel. Das heißt, das geht so nicht. Dann gehen wir die safe Variante und entwickeln schon mal den auf der Bank zu Glurak. Und beenden unseren Zug. Das Schöne ist, wir könnten das Kyurem auch, wenn wir tatsächlich die zweite Entwicklung machen, können wir tatsächlich das One-Shotten und tatsächlich Preiskarte für Preiskarte tauschen, was auch ziemlich gut ist. Und vor allem wird er das nicht irgendwie, denke ich mal, stärker machen. Jetzt hat er sich tatsächlich noch einen Boss rausgefischt. Das kann für uns sehr eklig sein. Je nachdem, was er halt damit anfängt, ne? Captain Mochi, eine ziemlich schöne Ausrüstung, mit der ich auch noch ein paar Decks vorstellen werde. Oder sagen wir mal, ich habe in letzter Zeit relativ viele Gift-Decks vorgestellt. Und Captain Mochi ist natürlich sehr, sehr stark. Ach, kriegt er das Taubos jetzt gewone-shottet damit? Er kriegt es tatsächlich gewone-shottet. Dann ist natürlich das Ganze jetzt sehr, sehr bitter. Weil ich nicht weiß, wie wir das dann... Na gut, er hat zwei Preiskarten genommen. Aber wir schauen mal. Das Coole ist auf jeden Fall, wir haben hier einmal das Umdichten. Jetzt können wir drei Karten ziehen. Und da haben wir auch ein Glurak EX, was natürlich sehr stark ist, plus noch ein Hyperball. Oder wir spielen über Professor Futurs. Wir können aber erstmal das Glurak spielen. Und drei Energie ranlegen. Wir können auch einfach sagen, wir legen das an das Lumanda.
und ziehen es dann so kostenlos zurück. Auf jeden Fall kriegen wir den Return. Und dann würde ich sagen, holen wir uns. Das ist die Frage, ob wir über Sonderbonbon. Ich glaube, wir machen das folgendermaßen. Wir ziehen zurück. Legen ihn schon mal rein, weil er wird ihn jetzt halt definitiv besiegen. Dann holen wir uns mit der Superangel ihn und zwei Feuerenergien wieder ins Deck. Es ist halt die Frage, ob wir noch einen Taubos vorbereiten, ne? Aber habe ich ehrlich gesagt schon Lust drauf. Also lass doch mal. Ja, obwohl. Ja, ab hier wird es vielleicht ein bisschen seltsam. Gucken wir mal. Damit können wir uns auf jeden Fall eine Trainer-Unterstützer-Karte nehmen. Die Frage ist natürlich, welche. Also ich meine, dass wir das Bonino jetzt fertig machen, das ist klar. Er hat auch nichts anderes großartig vorbereitet. Und die Frage ist nur, legen wir das jetzt schon und holen uns schon eine Trainerkarte? Und die Frage ist natürlich auch dann, welche. Damit wir halt Wald Siegelstein haben. Ne? Weil wenn er nächste Runde einen Boss spielt und dann easy das Luminium besiegt, ist es doof. Ich glaube, ich gehe jetzt so und besiege es einfach. Und lass mir das Luminion für nächste Runde. Ich möchte nicht, dass er mit dem Boss den potenziell holt und den one-shottet und wir dann unseren Waldsiegestein verlieren, den wir jetzt tatsächlich dann auch uns gegönnt haben. Das ist auch das Taubsi. So, 18 Karten im Deck. Er hat auf jeden Fall ein bisschen was drinnen. Aber er hat auch schon viel Dunkelpflaster abgegeben, ne? 3 Stück schon. Das ist schon für ihn wichtig. Und ich weiß nicht, wie oft er Janinas Geheimkunst hat. Ich rufe jetzt nur ein paar Energie, lege sie an. Ja. Da ist die Superangel, um erstmal Energien wieder reinzuholen. Und dann kannst du nämlich auch mit Ödengefäß zum Beispiel das rausholen. Klar, das geht auch. Und dann muss er jetzt irgendwie anfangen. Ja, mal schauen. Eigentlich braucht er ja einen Attacker. Bis jetzt sehe ich noch keinen. Und auf Wasserenergien geht er auch nicht, sodass ich hier auf das Strahlende aufpassen müsste. Sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt noch nicht die Varianten. Was wir, wie gesagt, machen können, ist auch. Wir können auch. Ah, da ist er, der Attacker. Wir könnten auch Folgendes tun. Wir könnten auch ihn nächste Runde, oh ja, hier, noch die Entwicklung holen, ihn besiegen, das Kyurem holen, Glurak stärker machen und wenn das Bonino drin liegt, das Bonino one-shotten. Ja, auch eine Variante. Energieumschalter. Hat er alle Möglichkeiten, um tatsächlich jetzt Schaden zu machen, ja? Das kann sein. Das kann sein. Erstklassiger Fänger. Jetzt holt er sich 2 Preiskarten for free. Das ist natürlich stark. Giftet das automatisch? Ja. Das ist natürlich heftig. Dann ist halt die Frage, ob ich ihm überhaupt noch einen Two-Prizer hinlegen sollte, ne? Wenn ich ihm jetzt noch einen Two-Prizer hinlege und er nächste Runde dann den. Na gut, ich werde eh über. Oder muss ich überhaupt darüber gehen? Hm. 2 Stück kriegt er. Das Lurak setzen wir rein. Ich meine, dass wir Bonino jetzt besiegen, ist klar. Jetzt frage ich mich, ob ich ihn einfach reinsetze. Ich meine, ihn machen wir jetzt eh platt. Wir kriegen 2 Preiskarten. Ich kann ihm jetzt keinen Two-Prizer hinlegen, das geht nicht. Aber er hat auch nicht die Möglichkeit, 2 gleichzeitig zu besiegen. Er spielt nicht Wasserenergien. Dann spiele ich den schon mal.
Und dann können wir ja eigentlich schon mal gucken, was wir über Pepper kriegen, oder? Vielleicht den Hyperball. Konterfänger wäre natürlich auch eine Idee. Oder hier. Ein Stempel und Trotzband. Wollen wir mal so ein bisschen seine Varianten ein bisschen schwächen? Was haltet ihr davon? Unfairer Stempel. Er darf nicht viele Karten haben. Wir hingegen schon. Und jetzt könnten wir auch überlegen, einfach. Ja, gut. Vielleicht doch nochmal übers Taubsi zu gehen, um auf den Taubers zu kommen. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, was er jetzt mit nur zwei Karten macht. Ich meine, er hat Beatori, er kann noch mal drei Karten ziehen. Da ist unser Zwirrfünst und auch eine Energie für einen potenziell strahlendes Glurak. Er müsste jetzt schon das Glurak-EX mit einem Schlag besiegen. Aber ich frage mich, wie. Ich frage mich, wie das gehen soll. Erstmal Beatori, drei Karten ziehen. Pokéstop hat er theoretisch auch noch. Also er kommt noch auf ein paar Karten. Und da kann er vielleicht noch ein bisschen was machen. Er hat aber auch schon sehr, sehr viele Ressourcen eingesetzt. Ass-Klasse-Karte ist auch schon weg. Finsterpflaster sind drei weg. Sieben Energien. Na, ein Bonino wird er noch haben irgendwo. Das ist natürlich auch richtig stark für uns. Über einen Pokéstop drei Karten zu verlieren, besonders auch eine Enigmara. Da könnte noch eine Enigmara dabei sein. Was ist das? Eine Forschung des Professors? Auch mutig, wenn er die jetzt spielt. Aber jetzt werden erstmal Karten gezogen. Na, er braucht einiges auf jeden Fall, um das Match zu gewinnen. Ne? Das Fiese auch an dem Zwirrfenster ist einfach, dass bei, also bei dem hier, mit 13 Schadensmarken kriegst du auch sehr schön das strahlende Kaiju weg, ne? Und dann kriegst du eine mögliche Draw-Potential, also Ziehpotenzial des Gegners kriegst du einfach weg. Der hat schon sehr, sehr viel eingesetzt. Also die Chancen, dass wir das hier gewinnen, steht sehr, sehr gut. Aber schauen wir mal. Den legt er nach vorne. Weiß ich nicht, ob ich den genommen hätte. Interessant. Damit müssten wir gewonnen haben. Weil wir jetzt über Zwirrfinst. Ja, damit müssten wir gewonnen haben, ne? Er kriegt eine Preiskarte. Verfluchte Explosion. Wir schießen jetzt einfach hier, keine Ahnung, schießen ihn weg. Und da gibt er auf. Und dann kommt das Glurak nach vorne. Und dann haben wir gewonnen. Also was man auf jeden Fall sagen muss, ist, mit so viel Varianz in dem Deck musst du natürlich trotzdem wirklich jeden Zug überlegen, welche Karte suche ich mir wie, wo raus. Weil je mehr Möglichkeiten du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du aber auch Dinge einfach falsch zu machen. Das Potenzial von so einem Deck, alles zu besiegen, egal gegen was man spielt, ist natürlich sehr hoch. Das Potenzial, aber auch gegen alles zu verlieren, ist auch da, wenn du halt wirklich nicht weißt, was du wie welche Runde spielst. Also du musst schon ganz genau gucken, wie macht man's. So, und jetzt ist zum Beispiel mich auch so eine Überlegung. Ich glaube, ich setze das Zwirle nach vorne und das Rotom nach hinten. Ich möchte ihm nicht einen Two-Prizer generell nach vorne machen. Man könnte aber auch überlegen, wenn man es schafft, halt Luraki X zu entwickeln. Dann darüber zu gehen. So, jetzt haben wir nämlich ein Festival-Deck. Und das kann auch übel sein. Wir haben aber dafür einen sehr schönen Start. Und ich bin der Meinung, dass er nichts, dass er nicht sofort jetzt was tun kann, die erste Runde. Wenn wir jetzt noch einen Taubos ziehen. Naja, das Taubos über den Hyperball. Nirgendwo-Sauger haben wir auch noch. Können wir ein Stadion mit loswerden? Das ist auch praktisch. Aber halt, das Festival-Deck ist ein sehr starkes Single-Price-Deck. Machen wir uns da nichts vor.
Besonders wenn er die Kombination raus hat, aber wir müssen halt, ja, wir müssen dafür sorgen, dass wir den Nirgendwo-Sauger behalten für das Stadion, damit er sich keine Karten raussuchen kann. Und natürlich auch, wir haben eine Stadionruine nochmal, mit der können wir auch nochmal was verhindern. Aha, ein Festivaldeck mit dem Goldini. Kann sie zweimal angreifen, wenn die erste Attacke, genau. Auf eine Energie vom aktiven Pokémon, jetzt geht es auf seinen Ablagestapel, das ist natürlich auch nett. Einfach zweimal angreifen und die Energie ist weg. Da ist schon mal der Festplatz. Und den saugen wir ihm jetzt natürlich schön gleich weg. Aber machen wir erstmal alles andere. Und zwar, das Mana-Vieh brauchen wir nicht. Aber wir brauchen erstmal einen Tauboss. Was legen wir ab? Ein Boss ablegen ist auch hart. Enigmara würde ich gerne... Würde ich das gerne spielen? Oder hole ich mir lieber einen Pepper? Ich glaube, ich spiele es lieber. Ich weiß nicht, wie viele Karten ich im Deck habe, aber ich behaupte mal jetzt noch eine Energie, eine zweite Energie für Glurak sollte drin sein. Wir machen jetzt Folgendes. So, das Tauboss erstmal, weil das wird erstmal wichtig. Aber eigentlich fällt mir auch gerade auf, muss ich auf jeden Fall den Festplatz wegsaugen, weil wenn ich den nirgendwo sauge jetzt einsetze, dann verlieren wir einen Boss, ne? Ich würde sagen, das ist dann so. Ich glaube, das ist so eine Sache, da kann man überlegen, ob das falsch ist oder richtig ist. Wir überlegen halt einfach mal. So, wir holen schon mal einen Sonderbonbon. Und dann könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen gleich weiter gucken. Glurak haben wir noch zweimal, die beiden haben wir auch im Deck, einen Boss haben wir noch im Deck. Da ist auf jeden Fall das Sonderbonbon schon mal. Stempel ist da, Waldsiegstein ist da, Stadionruine ist auch nochmal da. Und drei Energien. Perfekt. Na dann, Glurak, jetzt ist die Überlegung. Ich glaube, wir nehmen die dreien. Damit wir ihn auf jeden Fall safe zurückziehen können. Und schon mal angreifen können. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir mit Enigmara viel haben. So eine Stadionruine. Wir können nämlich jetzt Folgendes tun. Wir können den und den ablegen. Damit wir den hier bekommen. Zwirtlop. Denn ich möchte jetzt mit Zwirtlop auf jeden Fall schon mal jemanden besiegen. Die Frage ist, wen besiegen wir? Wir spielen nochmal einen Nestball. Ich glaube zum Beispiel, ich möchte, dass er mich nicht angreifen kann diese Runde. Das heißt, wir setzen die Fähigkeit ein, schieben die 50 auf ihn, noch hat er seinen Scarabax nicht und sein potenzieller Attacker ist für nächste Runde weg. Er kann ihn ja auch nicht entwickeln. Er kriegt auch eine Preiskarte mehr. Das ist in Ordnung, aber das Schöne ist, wir haben auf jeden Fall mit dem Pepper über einem Waldsiegelstein die Möglichkeit, eine Karte zu holen, plus das Tauboss, was da ist. Dann ziehen wir den nämlich safe zurück. Stadionruine haben wir, wie gesagt, auch schon da und kriegen auch das Knapfel besiegt und damit hat er jetzt die Runde keinen Attacker. Und das ist wichtig. Ne? Das ist wirklich wichtig. So, Traces Unterstützung, damit hat er natürlich wieder alles auf der Hand, was er braucht. Beide plus den. Ich weiß natürlich auch nicht, wie weit er schon die Entwicklungen hat. Festplatz ist da. Käfersammler-Set ist auch da. So, noch ein Knapfel, noch eine Energie.
Und jetzt wird er doch schon sicherlich entwickeln können. Ich wollte gerade sagen, ein Shimstick ist doch bestimmt schon dabei. Da ist es auch. Noch ein Käfersammler-Set. Noch ein Shimstick, noch ein Skarabax. So, jetzt können wir auf jeden Fall mit Zwirklops einen potenziell nicht die Bank treffen, ne? Aber es ist nur Bank-Pokémon, genau. Es ist nicht das Aktive. Aktiv ist auch wichtig, weil ich muss auch potenziell One-Shotten. Jetzt legt er da eine Energie an. Weiß ich nicht, warum jetzt da eine Energie ist. Vielleicht mit einem Energieswitch, weil er über Goldini zweimal angreifen will, um eine potenzielle Energie abzulegen. Chance ist ja 50-50, also eine sollten wir schon verlieren. Wir haben aber noch eine auf der Hand. Was auch okay ist. Ja. Ich werde nicht beide Shimsticks nächste Runde besiegt bekommen, aber ich kann ihn auf jeden Fall stören. Hätte ich eigentlich auch die Fähigkeit einsetzen können, wenn mindestens in eins deiner während des letzten Zuges. Okay, das hätte also nicht funktioniert. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal an, ihn zu ärgern. Und dann darf er sich schon mal entscheiden, wen er denn jetzt ablegt. Wird es ein Shimstix? Wird es ein... Ja, keine Ahnung. Mal gucken, was es wird. Mal gucken, was er ablegt. Aber ich glaube, es wird das Skarabax. Weil wenn er jetzt sich entscheidet, eins seiner Knapfel zu nehmen, dann hole ich mir einen Boss. Ich bin der Meinung, dass ich noch einen Boss im Deck habe. Eins haben wir ja weggesaugt, aber wir spielen zwei. Und dann würde ich den zweiten einfach weghauen und dann in 3-5 in Führung gehen. Und er hat wieder die Runde keine Möglichkeit anzugreifen. Und er ist genau das. Dann machen wir das. Dann holen wir uns einen Boss. Weil dann kriegt er nächste Runde nicht die Möglichkeit, was zu tun. Und dann ärgern wir ihn natürlich sehr, sehr gerne damit. Und nehmen einfach den. Und dann muss er jetzt wieder die Runde schauen, wie er einen Attacker vorbereitet bekommt. Ne, und so eine Preiskarte mehr kann es halt eben einfach sein. Machen wir uns nichts vor. Und wir können nächste Runde theoretisch auf zwei Preiskarten gehen, wenn wir Sonderbonbon, also wir spielen Pepper, Sonderbonbon, Waldsiegelstein, Tauboss, holen die Entwicklung von Zwirllicht, also Zwirklops, haben dann 130. Obwohl, wir müssen gar nicht mal so kompliziert gehen. Wir könnten auch super, super Angel gehen und dann einfach über Tauboss den raussuchen und die erste Entwicklung nehmen, weil mehr als... Ach nee, Quatsch, guck mal, die haben ja 130, haben ein bisschen mehr. Aber könnten da denn jemanden besiegen? Also jetzt müssten wir auf die Phase 2 gehen. Kriegen wir aber auch hin, theoretisch. Und... Dann kommt er zwar auf vier Preiskarten, aber wir kommen dann auf eine. Wir kommen dann nur noch eine Preiskarte. Also allein die Tatsache, dass wir es jetzt zweimal geschafft haben, dass er seine beiden Knapfel nicht zum Drapfel entwickeln kann, dass er nicht angreifen kann, ist halt der Druck, den so ein Glurak-Deck einfach machen kann. Und eigentlich soll ja so ein Deck ja das Glurak-Deck auskontern. Aber ihr seht... Mit so einer Liste in Kombination mit Nebel der Sagen ist Glurak einfach unglaublich stark. Und dass jetzt hier einfach gar nichts passiert ist, zeigt auch schon so ein bisschen Verzweiflung, würde ich mal sagen. Da ist ein bisschen Verzweiflung da. Wir spielen hier... Na, machen wir so, ne? Lieber noch ein bisschen mehr Energien. Pepper können wir trotzdem hier... Okay, gibt er auf. Gut, dann
gehen wir nochmal eine weitere Runde. So, gucken wir mal. Wir kriegen wieder Kopf. Das ist natürlich jetzt auch für uns natürlich sehr, sehr schön, dass wir jetzt dreimal hier das bekommen, dass wir anfangen können. Ich glaube, es ist auch klar, dass es in dem Glurak-Deck gut ist anzufangen, weil wir nicht viele Möglichkeiten haben, was anderes zu tun. Eieieiei, das ist eine schlechte Starthand, Leute. Von allen Starthänden, die es so gibt. Über Schmetterhammer. Interessant. Okay, keine Ahnung, was das ist. Also auch so ein Energie-Deck. Also so ein Energieablagedeck mit so einem gewissen Glücksfaktor. Wir kriegen auf jeden Fall jetzt nochmal zwei Karten extra. Das ist sehr, sehr wichtig. Und im besten Fall noch ein Rotom V und eine dicke Freundeknospe oder so. Aber wir kriegen unsere vierte Energie. Wir haben fünf Energien, ne? Ach du meine. Und dann noch das Eisendorn. Und dann noch ein Sonderbonbon. Ja, also auch das kann passieren, Leute. Aber das ist einfach eine schlechte Starthand. Und das kann gut sein, dass wir jetzt einfach verlieren. So, zwei Late-Game-Trainer-Karten. Der unfaire Stempel, der mir jetzt natürlich nichts bringt, weil wir einfach... Ja, das kann sehr gut sein, dass es jetzt einfach vorbei ist. Ja, aber das ist dann auch okay. Pepper müsste er einen... Mit einem Pepper könnte er ein... Tja, was könnte er sich da holen? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, sofern der in der aktiven Position ist, funktioniert Glurak nicht. Weil der die Initialisierung hat. Aktiven Position ist, haben Pokémon im Spiel. Genau, die kein Regelfett haben. Außer Pokémon aus der Zukunft. Keine Fähigkeit. Und das ist natürlich für mich jetzt wirklich schlecht. Da kann ich nämlich jetzt nicht viel machen. Also ich könnte jetzt, selbst wenn ich jetzt über Rot und V gehe... Bringt mir das ja nichts. Und auch wenn der da drin liegt, kann ich auch mit einem Tauboss nichts anfangen. Das heißt, wir müssen Folgendes tun. Wir müssen jetzt wirklich ganz klar über einen Glumanda gehen. Das ist dämlich. Ja, es geht nicht anders, Leute. Wir legen so eine Energie an, spielen Sonderbonbon und legen dann die zweite an. Oh, warte mal. Oh, da hätte ich ja auch tatsächlich was anderes machen können. Oh nee, Zahl. Oh, Gott sei Dank. Es gibt nur insgesamt vier Schmetterhammer. Geht er jetzt echt für einen Pepper, für einen weiteren Schmetterhammer? Ja, geht er. Oh. Zahl. Sehr gut. Sehr gut. Und wenn wir jetzt die Entwicklung ziehen, haben wir sogar gewonnen. Aber haben wir leider nicht gezogen. Aber das ist nicht schlimm. Weil wir ziehen ihn jetzt einfach zurück. Und fangen jetzt einfach an anzugreifen. Auch wenn es nur 180 sind. Aber er muss jetzt trotzdem was tun. Jetzt ist er trotzdem... ich hatte wirklich die schlechteste Starthand, die man haben kann. Und trotzdem sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus. Müssen wir mal ganz klar so sagen. Aber da sieht man halt auch, ne? Nur zwei Energien und dann ist das Glurak auch wieder vorbereitet. Ne? Das andere ist einfach nur der extra Schmankerle. Ah, guck mal, er hat sogar eine Forschung. Das ist natürlich stark. Das heißt, da wird jetzt ein zweites Pokémon kommen. Genau, da ist ein Tekradar. Und dann ist es natürlich für uns auch schon wieder nicht so einfach. Aber auch die muss er ja theoretisch erstmal vorbereiten. Da wird er wahrscheinlich um elektrischen Generator gehen. So, 160. Theoretisch ein zweiter Angriff reicht nicht mal aus, um ihn zu besiegen. Oh, kann dann eine Energie verschieben? Achso, musst du sogar machen. Ein Konterfänger. So, ich kann nicht viel machen. Wir gehen einfach für den Knockout. Und dann müssen wir mal gucken. Zwei kriegen wir. Noch ein Boss. Okay. Ja, man müsste so langsam mal anfangen, irgendwie andere Pokémon unten vorzubereiten. Aber kriege ich ja nicht hin. Ah, Doppelturbo. Das ist natürlich ärgerlich. Und eine Enigmara. Aber die Enigmara könnte uns jetzt tatsächlich sogar helfen. Oder könnte, sondern sie wird sogar uns helfen.
Hans Wirtlob. Okay. Befehl vom Boss. Ja. Aber wisst ihr was? Das ist trotzdem für uns gerade richtig gut. Eigentlich. Pass mal auf. Wir können nämlich den jetzt tatsächlich ausnocken. Das machen wir jetzt auch. Wir werden das tun, denn wir besiegen den jetzt. Kriegt er jetzt hier ein paar Schadensmarken. Aber jetzt braucht er tatsächlich auch bloß eine Energie. Aber wir können tatsächlich durch diesen Knockout können wir einfach Gluraks Angriff stärker machen und tatsächlich den besiegen. Und kriegen nochmal zwei Taubos. Wäre großartig. Glumanda und Glurak. Da fehlen aber dann trotzdem dann die Energien. Und er hat tatsächlich noch eine Vermächtnisenergie. Okay. Ja, das ist jetzt trotzdem alles nicht so praktisch für uns. Weil er kriegt den jetzt natürlich besiegt und Eisendorn ist natürlich schon eine Hausnummer. Machen wir uns nichts vor. Ja, wisst ihr, was das Bittere ist? Wir kriegen zwar das Taubos, aber wir können die Fähigkeit nicht einsetzen. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich einfach sage, okay, lasse ich so. Und ja, das ist jetzt richtig schlecht, Leute. Das ist richtig schlecht. Wir brauchen eine Energie jetzt. Und das ist natürlich, ob wir eine Energie bekommen. Nee, wir haben noch eine Feuerenergie. Die Chance, dass wir jetzt noch eine Energie ziehen, ist überhaupt nicht hoch. Und ein Ödengefäß haben wir nicht. Das Einzige, was wir überlegen könnten, wäre Nestball, Rotem V, Wald, Siegelstein und dann eine Energie. Mal gucken, ob das klappt. Nestball haben wir da. Wald, Siegelstein haben wir auch. Ist die Frage, haben wir Rotem und haben wir noch eine Energie? Rotum. Das ist die Variante, mit der wir gehen können. Das gibt's ja gar nicht. Wie können wir denn aus der Situation noch was machen? Wie können wir denn in so einer schlechten Position es noch tatsächlich schaffen, anzugreifen? Und potenziell damit nächste Runde gewinnen? Das ist ja doll. So, bin ich gespannt, was er macht. Eine Energie haben wir sogar auch noch im Deck. Aber jetzt kommt ein Schmetterhammer. Passt mal auf. Jetzt kommt ein Schmetterhammer. Ja. Er muss den Pepper-Schmetterhammer-Move machen. Zahl. Wir brauchen Zahl, Leute. Wir brauchen Zahl. Ganz wichtig. Er hat auf jeden Fall genug Energien. Schubenergie hat er auch noch. Aber was ein spannendes Match nochmal, ne? Ich möchte trotzdem dazu sagen, vergesst nicht, wie schlecht wir angefangen haben. Egal, wie dieses Match hier ausgeht. Uiuiui, dreimal Schmetterhammer, dreimal Zahl ist natürlich auch bitter. Aber damit haben wir tatsächlich gewonnen. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt mal ohne Quatsch. Wie können wir denn in so einer Situation noch gewinnen? Gegen einen absoluten Konter.
in so einer Situation noch gewonnen. Gegen ein sehr, sehr starkes Konterdeck. Oder kriegen wir nur eine? Stimmt, wir kriegen nur eine Preiskarte, wir haben nicht gewonnen. No! Ich habe verloren. Ich habe die Vermächtnisenergie vergessen. Oh, das ist ja peinlich. Wenn das Pokémon... Ist nicht peinlich, Leute. Man kann manchmal einfach auch einfach Texte vergessen. Ne? Aber wie immer, lest die Karten durch. Schade. Die Vermächtnisenergie hat's gemacht. Okay, wir haben nicht gewonnen. Aber es war trotzdem knapp. Ich bedanke mich und ja, testet es ruhig aus. Lurake X, was da mittlerweile möglich ist. Deckliste ist in der Videobeschreibung. Und ja, Like und Abo und so ein Kram wäre schon nice. Ich bedanke mich. Ciao, ciao.